Ja, moin und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem ja, ganz spannenden und vielleicht auch neuen Thema. Es geht um Wetterstationen und dazu habe ich mir heute professionelle Hilfe dazu geholt von Nico Rose. Grüß Hallo. Dich. Und der bohrt jetzt hier schon mal ein Loch. Das soll ja auch alles ordentlich gemacht werden. Und wir schauen dann mal im Laufe des Videos, was da alles dazugehört und was man auch am Ende mit den zusätzlichen Daten und Informationen auch machen kann. Nico, wir starten jetzt mit dem Bohren und gibt es hier schon was Spannendes zu erklären? Naja, hier in der Region ist es so, dass wir in den oberen 30 bis 40 Zentimetern den mit Humus und Lehm teilen durchsetzten Sand haben, Sand als Hauptbodenart, und darunter unter der Flugsohle setzt sich dann der hier typische Kies und Sand fort, wobei wir hier in dem Bohrer schon sehen, dass es nach unten hin dann doch deutlich nass wird. Also die Startbedingungen hier in dieser Saison sind für den Standort ideal. Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Im Vergleich zum letzten Jahr was ganz anderes. Genau, hier haben wir jetzt die eigentliche Wetterstation, die für den Ackerbau entsprechend ausgestattet ist. Wir haben hier den klassischen Regenmesser, der mit einer Wippe funktioniert. Wir haben hier unter der Konvektionshaube den Sensor für Lufttemperatur und Luftfeuchte. Wir haben einen Blattfeuchtesensor, der für Pflanzenschutzmaßnahmen ganz interessant ist. Und wir haben hier die aktuelle Generation eines Ultraschall-Windsensors, der Windgeschwindigkeit, Windböen, kurzfristige auch, und die Windrichtung erfasst. Ja. Windböen zum Beispiel könnte auch interessant sein für Versicherungsfälle bei Sturmschäden, wo man mit der Station nachweisen kann, dass die entsprechenden Grenzwerte an meinem eigenen Standort überschritten wurden. Ja, wie man sieht, ist das nicht mehr die klassische Windfahne und auch nicht das Windrad, was gewisse Anfälligkeiten haben könnte. Ja, also hier kann eigentlich keine Kleinteile können hier kaputt gehen. So, in der Station an sich ist es in dem Fall so, dass wir hier 6,5 Volt Bleiakku haben. Hier in dem Kasten sitzt das Modem mit SIM-Karte und die Hauptplatine, wo die ganzen Sensoren drauf zusammenlaufen. Und das Ganze wird gespeist vom Solarpanel. Das reicht auch locker aus für den deutschen Winter. Mhm. Ja, also es ist hier so, dass ich da eigentlich jahrelang nicht wieder hin müsste. Ich müsste es im Winter beobachten. Wenn mal keine Daten ankommen, kann es sein, dass wir ein relativ enges Sendeintervall haben, weil das Senden den meisten Strom verbraucht, und wenn ich auch im Winter mir nachts die Daten senden lasse, kann es sein, dass dann die Batterie unter einen Grenzwert rutscht, wo sie nicht kaputt ist, aber wo sie das Senden zumindest einstellt. Das Messen läuft auch weiter, aber das Senden wird eingestellt. Und dann hätte ich ihn fast vergessen, hier noch den Globalstrahlungssensor zur Erfassung der Sonneneinstrahlung, und der ist auch notwendig, um Verdunstungswerte an dem Standort zu berechnen. Auch für Beregnungslandwirte ganz interessant. Ja, und diese Sensorausstattung ist für den Ackerbau nahezu ausreichend, relativ umfangreich schon und auch so notwendig für diverse Pflanzenschutzprogramme diverser Anbieter oder auch für die eigenen möglichen Krankheitsprognosemodelle, die diese Station ausrechnen können. Es ist so, dass wir anbieten, für jede Kultur entsprechende Krankheitsprognosemodelle auszugeben, wo die Hauptkrankheiten drin aufgelistet sind, mit den entsprechenden Wetterparametern, die dafür notwendig sind. Und dann kann man mit den Stationen für den eigenen Standort bis zu 2 Wochen in die Zukunft schauen, ob dieser und jener Krankheitsdruck in meinen Kulturen entstehen könnte und wann zu diesem Zeitpunkt ein entsprechendes Spritzfenster gegeben ist, damit die Maßnahme, die zur vollen Wirkung kommt, unter Berücksichtigung von Regen, Lufttemperatur, Luftfeuchte, alle diese Parameter, Windgeschwindigkeit natürlich, alle diese Parameter, die dafür notwendig sind, damit die Maßnahme auch zur vollen Wirkung kommt. Ja, das ist hier ein spannendes Thema. Man hat ja mittlerweile schon auch Anbieter,
die Prognosemodelle stellen können. Ja. Aber kann ja nie so genau sein wie die eigene Station vor Ort, oder? Genau, also ich persönlich bin froh über jedes Hilfsmittel, welches der Landwirt nutzt. Ja. Hier in dem Fall ist es so, dass auch die Wetterprognosen, die die Station mit ausgeben kann, natürlich auf Klimamodellen basieren, aber hier mit den Daten der eigenen Wetterstation nachkalibriert werden, um für den Standort noch genauer zu werden. Das ist im Jahr 1 so, und im Jahr 2 werden die Klimamodelle genutzt, die eigenen Daten und die eigenen historischen Daten aus dem Vorjahr. Mhm. Und dann bekommt man eine sehr hohe Genauigkeit. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass die Vorhersage bis zu 14 Tage reicht, aber alles, was über den dritten Tag hinausgeht, dann sich streut. Ja, ja. Ja. So, hier ist die Aussage vom Hersteller Pesse, dass die nächsten 2 Stunden wie gemessen sind. Mhm. Also das ist nahezu eine 100%ige Genauigkeit. Von meiner Seite, wir sind hier bei uns auf einem Weizenschlag. Das ist jetzt das Projekt auch weite Reihe mit Untersaat. Hier an der Stelle ist der Untersaat gerade nicht so prickelnd, ist aber auch egal. Das ist jetzt hier einfach ein Standort, der viele Flächen auch repräsentiert. Ist halt im Weizen, denke ich mal, dann auch die Kombination aus Vorhersage für Applikationsmaßnahmen. Wahrscheinlich erstmal die interessanteste Kultur. Wir bauen aber noch eine zweite Station an einem anderen Standort auf. Wir richten die Station jetzt so aus, dass das Solarpanel natürlich nach Süden zeigt. Wir haben es jetzt hier an dem Standort vormittags gegen 10:30. Die Sonne steht etwas links von uns, wenn wir in diese Richtung gucken. Das heißt, Süden nachher mittags um 12 ist genau diese Richtung. Und ja, so kann das Solarpanel am besten arbeiten. Mhm. Und dann haben wir noch den Ultraschall-Windsensor. Der ist hier unten drunter mit einem N für Norden gekennzeichnet. Und den richten wir dann gleich genau nach Norden aus. Man könnte auch den Kompass nutzen im Handy. Ja. Der Regenmesser bekommt gleich noch eine schöne Vogelabwehr, damit sich da niemand draufsetzt und in den Regenmesser reinmacht. Das kann ich mir vorstellen, dass denen das gefällt. Genau. Und dann schalten wir die Station nur noch an, schrauben dafür den Kasten auf, stecken den Einstecker von der Batterie drauf. Und dann war es das für den Moment im Feld. Besonders für unsere Region hier in der Altmark und generell im Norden und Osten von Deutschlands oder in der ganzen Mitte eigentlich, ist Bodenfeuchtigkeit ein immer stärkeres Thema. Und wir werden diese Wetterstation jetzt hier noch mit einer 90 cm langen Bodenfeuchtesonde ausrüsten. Die misst alle 10 cm die Bodenfeuchtigkeit und die Bodentemperatur. Mhm. Und dadurch ist es uns möglich, hier in deinem Fall auf einer nicht beregneten Fläche zu sehen, wie tief dringen Niederschläge ein. Mhm. Bei Beregnungsbetrieben natürlich, wie tief dringt die Beregnung ein. Ja. Und was hier sehr spannend ist, wir haben jetzt hier beim Bohren des Mastens schon gesehen, dass wir eine relativ komfortable Ausgangssituation für diese Saison haben, was die Bodenfeuchtigkeit angeht. Wir können mit dem Ding natürlich sehr genau sehen, was in den nächsten Tagen, Wochen passiert, wenn wieder Trockenheit einsetzt, von der wir mal ausgehen, dass sie kommt. Ja. Wir werden dann sehr genau sehen, wie der Weizen der Feuchtigkeit hinterher wurzelt, weil es so ist, dass in den Daten, also die Sonden messen stündlich und die Pflanzen ziehen natürlich tagsüber Wasser aus dem Boden raus, hauptsächlich um sich zu kühlen, und nachts machen sie das nicht. Mhm. Und dadurch ergibt sich in den Daten ein Treppenmuster. Mhm. Tagsüber geht die Feuchtigkeit runter, wird aufgenommen durch die Pflanzen, nachts nicht. Und je nachdem, wo diese Treppenstufen zu finden sind, weiß ich, in diesen Schichten sind die Wurzeln gerade aktiv. Im Laufe der Vegetation oder der Trockenheit wird es so sein, dass die Treppenstufen oben abnehmen, weil kein Wasser mehr verfügbar ist, und nach unten hin sich fortsetzen. Und dann ist es hier ganz spannend, da wird auch, sage ich mal, eine 90 cm Sonde reicht dann teilweise nicht mehr aus bei Pflanzen, die tiefer wurzeln können, wie Rüben zum Beispiel. Ja. Aber 90 cm ist ein Horizont, der für die Beregnung sowieso fast nicht mehr zu erreichen ist. Im Sand schon noch, wenn ordentlich was drauf kommt. Aber das sind die Punkte, die wir hiermit sehen können und die dann besonders zum Tragen kommen, auch bei Nichtberegnungsbetrieben, Thema mineralische Düngung. Ja. Ich habe erste Kunden, die diese Sonden einsetzen auf Nichtberegnungsflächen, um mineralische Düngungsmaßnahmen wegzulassen. Weil in den Daten zu sehen ist, dass die oberen Schichten ausgetrocknet sind. Der Dünger würde nicht in Lösung gehen. Auf Wetterprognosen zu vertrauen kann man machen, aber wie sicher ist das dann am Ende?
im Hinblick auf, nehmen wir mal die nächsten 10 Jahre, wenn wir 7 trockene Jahre haben und 3 nasse und wir arbeiten in 7 Jahren nach den Daten und sparen eine dritte oder eine vierte Maßnahme ein, dann sind das ganz viele Euro für den Betrieb, ja, die dann eingespart werden können, beziehungsweise die, wenn man die Maßnahme durchgeführt hätte, nicht zur Wirkung gekommen wären. Ja. Also wir wissen jetzt hier anhand des Lochbohrens für den Mast, habe ich ja schon die klassische Schichtung gesehen. Wir haben hier die oberen 30-40 cm einer Hauptbodenart Sand, aber mit Humus und Lehm durchsetzt. Wir werden hier ein Wasserspeichervermögen pro Schicht haben von rund 25 bis 30 Liter. Der 31. Liter würde dann in die nächste Schicht durchsickern sozusagen. Und wenn ich arbeite sehr viel mit der bodenkundlichen Kartieranleitung, mit der Bodenartentabelle. Und die beginnt mit SS reiner Sand. Den haben wir darunter. Und der kann 11 bis 12 Liter speichern pro Schicht. Und von diesen 11 bis 12 Litern sind aber 3 bis 4 Liter Totwasser. Das heißt, durch die Pflanzen nicht aufnehmbar, weil die durch die Bodenteilchen so stark gebunden. Der Totwasserbereich für die oberen Schichten liegt rund bei 5 bis 7, je nachdem. Magdeburger Börde hat ein Speichervermögen von bis zu 38 Liter und einen Totwasserwert von bis zu 15. Ja. So, und wenn wir hier, nehmen wir mal nur die unteren Schichten reiner Sand, lässt sich immer ganz leicht rechnen. Der ist voll mit 11 bis 12 Litern pro Schicht. Davon sind aber 4 Liter Totwasser, das heißt rund 8 Liter Pflanzen verfügbar. Der Weizen, wenn er richtig dick dasteht und wenn wir 30 Grad im Schatten haben, zieht er 7 bis 8 Liter am Tag raus. Ja. Das heißt, er braucht 8, 9 Tage, um das ganze 90 cm Profil hier leer zu ziehen. Ja. Das ist es. Und dann hast du 3-4 Wochen Trockenheit. Genau. Dann ist Schluss. Ja. Also wenn dann in dieser Zeit diese Düngungsmaßnahmen normalerweise fallen würden und die Sonde aber zeigt, du, hier ist nichts mehr, die Pflanze hat auch schon die Aktivität eingestellt, dann macht das keinen Sinn. Ja. Die Sonde ist 90 cm lang und der spiralförmige Bohrer, der daneben liegt, ist genau auf diese Sonde abgestimmt. Das heißt, beide sind konisch geformt, oben circa einen halben Zentimeter dicker wie unten. Und das Einbauverfahren hier garantiert, dass die Bodenstruktur, die rings um die Sonde ist, nicht verändert wurde durch den Einbau. Also ich grabe hier kein Loch, schmeiße das Ding da rein und mache das Loch wieder zu, sondern ich hinterlasse hier im Boden ein Loch, was genau auf die Sonde abgestimmt ist. Und ich würde auch später in den Daten sehen, wenn der Einbau nicht korrekt war, weil wenn selbst in einem Sand innerhalb von einer Stunde Wasser auf 40 oder 50 cm Tiefe ankommt, dann ist das nicht real. Dann gibt es einfach einen Luftspalt zwischen Sonde und Boden und das ist eigentlich durch dieses Einbauverfahren so, dass das nicht passieren kann. So, ich platziere die Sonde auch immer in der Reihe, da wir natürlich direkt an den Wurzeln dran sein wollen und sehen wollen, was die machen. Also die Sonde haben wir jetzt im Boden versenkt, die ist jetzt 90 cm tief drin. Und die schließt du jetzt hier mit an die Station, richtig? Genau, die schließe ich hier mit an die Station. Wir haben hier einen entsprechenden Stecker. Wir haben da oben das passende Gegenstück auf der Hauptplatine. Dann werde ich die 3 Kabel hier noch entsprechend einführen. Hier unten das Kabel dann reinlegen und dann ist die Sonde mit der Hauptstation verbunden. Jetzt haben wir alles ordentlich aufgebaut. Und Nico, kannst du uns mal erklären, was ist das für eine Station, von wem, was ist deine Funktion und ja, vielleicht auch so ein bisschen, lass uns über das Thema Kosten zumindest mal so sprechen, anreißen. Ja, also wir haben hier eine Wetterstation IMT vom österreichischen Hersteller Pessel. Die sind jetzt mittlerweile ungefähr so alt wie ich, also knapp 35 Jahre alt ist das Unternehmen. Und diese Station ist in der Ausstattung gedacht, wie gesagt, für den Ackerbau. Und wir haben jetzt hier in dem Fall noch eine bodenfeuchte Sonde nachgerüstet, um auch die Parameter unterhalb der Oberfläche zu erfassen. Und ich würde mal sagen, mehr geht in dem Bereich nicht. Das, was wir jetzt hier sehen in dem Bereich, ja, ist schon bei 3.500 Euro anzusiedeln. Und ja, ich selbst mache das jetzt seit 13 Jahren. Ich war 8 Jahre Angestellter, durfte da schon in der ganzen Republik rumreisen und die Dinger installieren. Jetzt bin ich seit 5 Jahren selbstständig und eigentlich alle Bereiche der Landwirtschaft, ob jetzt die Forschung, die öffentliche oder die private sind, Landwirte mit und ohne Beregnung, darf ich damit ausstatten. Hab wie gesagt die ganze Republik bereise ich da vom Bodensee bis Rügen. Hab da sehr viel Spaß dran, muss ich wirklich sagen.
habe mich nicht umsonst auch in dem Bereich selbstständig gemacht, weil ich selber Betriebe kenne, auch in Betrieben gearbeitet habe, wo das sehr intensiv angewendet wird. Und von daher kenne ich die Ergebnisse, die man damit erzielen kann. Natürlich ist es so, dass die Dinger liefern Daten. Und mit den Daten kann ich und sollte ich arbeiten. Diese Daten widersprechen aber oft, oder was heißt widersprechen? Also sie entsprechen der Logik, aber widersprechen oft dem, was man schon die letzten 50 Jahre auf dem Betrieb gemacht hat. Zum Beispiel dritte, vierte N-Gabe. So, das Ding sagt jetzt, nein, Bodenfeuchte nicht da, solltest du nicht machen. Das ist dann schon ein Schritt, den der Betriebsleiter wirklich dann auch umsetzen will und sollte. Aber es ist auch teilweise etwas Mut dahinter, weil jetzt sagt so ein Ding, was man machen soll. Ja, ja, und ich muss sagen, dass seit 2018 durch die beginnende Trockenheit, wie gesagt, ich komme aus Magdeburg, zwar auch aus dem östlichen Teil von Magdeburg mit dem schönen Sandboden, aber wir haben ja auch die Magdeburger Börde, da sieht das anders aus. Und da ist es so, dass seit 2018 keiner der Winter es geschafft hat, diesen Standort wieder aufzufüllen mit Wasser. Das heißt, in den letzten Jahren haben die Pflanzen dort nur von dem gelebt, was wirklich von oben runterkam in der Saison, was in 2022 für mich persönlich das krasseste Jahr in den letzten Jahren. Wir hatten dort in der Börde ein Niederschlagsereignis im Juni in der ganzen Rübensaison, was bodenwirksam in den Boden eingedrungen ist. Und das ist schon immens. Von daher kann ich bestätigen, dass das, was man so in den Medien erfährt, auch tatsächlich so ist. Ja? Und dass wir aktuell eine Situation haben, wo man meiner Meinung nach nicht darum kommt, neue Lösungen, egal ob jetzt eine Wetterstation, teilflächenspezifische Bewirtschaftung, für mich ein ganz großer und ganz wichtiger Punkt, diese einzusetzen, um den eigenen Betrieb zukunftsorientiert auszurichten. Ja, Bodenbearbeitung und Zwischenfrüchte. Wie schon gesagt, in unserer Region oder in vielen Teilen Deutschlands ist es so, dass Wasser der limitierende Faktor ist und auch zukünftig mehr wird. Und alles, was wassersparend ist, ist gut. Man muss dann aber sehen, inwieweit ist das wassersparend. Zwischenfrüchte, zum Beispiel der Übergang zu dem Thema, das deckt sich auch mit Aussagen vom Deutschen Wetterdienst. Alles, was im Winter abfriert und nicht ins Frühjahr reinwächst, wie zum Beispiel Grünroggen vor Mais und dem Mais sozusagen nicht die Winterfeuchtigkeit klaut, ist nahezu egal, fast wie man es im Herbst ausrichtet. Ob ich jetzt eine Mulchsaat mache, ob ich eine Zwischenfrucht anbaue, neben den Vorteilen, die Zwischenfrüchte sonst noch mit sich bringen. Aber rein aus Wassersicht ist es so, dass die natürlich auch im Herbst Wasser aufnehmen, aber das dann, wenn man sich Grafiken und Statistiken anguckt, über den Winter her nicht so stark zum Tragen kommt, wie eine Kultur, die in die neue Saison reinwächst. Ja, von daher, alles, was wassersparend ist an Bodenbearbeitungsmaßnahmen und was die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens erhöht, ist prinzipiell als gut anzusehen. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben Starkwetterereignisse zunehmend. Winderosion, Wassererosion, alles, was besonders auch da entgegenwirkt, ist als positiv anzusehen und sollte, wenn möglich, umgesetzt werden, weil es zunimmt in Zukunft. Hier haben wir noch den Blattfeuchtesensor. Der Blattfeuchtesensor arbeitet mittels eines Löschpapierstreifens. Und wenn dieser Löschpapierstreifen nass wird, entsteht zwischen den beiden Metallstegen ein elektrisches Signal. Und die Einheit, die dann ausgegeben wird, ist Minuten pro Stunde. Das heißt, wie viele Minuten in der jeweiligen Stunde war das Blatt nass. Das heißt, der Sensor ist ein Imitat für ein ganz normales Blatt. Wir können ihn halt nur hier nicht jetzt an die Pflanzen dranhängen, weil dafür ist er zu schwer. Aber im Sonderkulturenbereich könnte man ihn auch in die Obstplantage dann entsprechend hängen, um wirklich genau an der Pflanze zu sein. Und ja, dieser Blattfeuchtesensor hilft bei der Überlegung bezüglich Pflanzenschutzmaßnahmen. Wann sind diese hilfreich? Wann kann ich die durchführen? Dafür ist er da. Und wir haben ihn jetzt hier in dem Fall uns dafür entschieden, ihn hier an die Stange dran zu bauen, weil wir kein anderes Hilfsmittel jetzt haben, wo er rein könnte. Er könnte auch oben auf der Station sitzen. Aber das ist eine Lösung, die man so im Feld machen kann. So, jetzt haben wir eine zweite Station, eine bisschen abgespecktere Variante. Da würde Nico am besten gleich nochmal was zu sagen. Und jetzt buddelst du nochmal die Bodensonde ein, ne? Genau. Also wir haben jetzt hier die Pessel Nanometers Station, ein etwas kleineres Modell. Und hier bei der ist es jetzt so, dass wir den Regen erfassen, Lufttemperatur, Luftfeuchte unter der Konvektionshaube, und wir haben insgesamt dann noch zwei Bodenfeuchtesensoren, wobei einer neben der Bodenfeuchtigkeit auch noch die Bodentemperatur erfasst.
Dieses System so dient zum Beispiel, um Bodenfeuchtigkeiten nur im Oberboden zu erfassen oder jetzt in einem Kartoffeldamm zum Beispiel wirklich nur in einer bestimmten Tiefe in dem Damm das Ganze aufzuzeichnen. Was an der Station noch anders ist im Vergleich zur ersten Station ist, wir haben ja eine sogenannte NB-IoT-SIM-Karte verbaut, in dem Fall von Vodafone. Und dieser Übertragungsstandard ist gedacht für Maschinen- und Sensorkommunikation und ermöglicht es zum Beispiel dieser Station hier mit wirklich sehr geringer Stromversorgung auszukommen. Deswegen haben wir ja oben schon dieses recht kleine Solarpanel. Und hier sind die SIM-Kartenkosten bei 50 Euro für 4 Jahre. Das heißt rund 12,50 Euro pro Jahr ist, was den Punkt laufende Kosten angeht, wirklich ein sehr guter Punkt. Sonst generell jetzt hier im Feld schon mal zu den laufenden Kosten. Die Nutzung des Portals von Pässe ist generell kostenlos. Erst die Nutzung von Wetterprognosen und Krankheitsprognosemodellen wäre dann kostenpflichtig. Ansonsten, wie gesagt, Batterie versorgt sich selbst mit dem Solarpanel. Da ist auch für die nächsten Jahre Ruhe. SIM-Karte habe ich gerade genannt und dann war es das auch schon mit den laufenden Kosten. Die Station hier liegt so in der Ausstattung bei um die 1000 Euro netto. Ja, und wird so als Set sehr oft weltweit vertrieben. Wie gesagt, um Hauptwetterparameter zu erfassen und dann hier in einer bestimmten Wunschschicht auch die Bodenfeuchtigkeit. So, und wir werden jetzt die beiden Sensoren hier einfach einbauen. Der grüne Watermark-Sensor erfasst die Saugspannung und der PI-54D-Sensor, PI steht dabei für Pässe Instruments, erfasst mittels elektrischer Leitfähigkeit die Bodenfeuchtigkeit und die Bodentemperatur. Und dann sehen wir hier, wie es der Gerste dann in der nächsten Zeit geht im Hauptwurzelbereich, ich sage jetzt mal in den oberen 20-30 cm. Jetzt steht die zweite Station und jetzt kommen noch so Sachen aus, was gibt es sonst noch zu wissen? Ja, also prinzipiell kommt immer bei den Betrieben die Frage des Diebstahls. Ich mache es jetzt 13 Jahre und ich habe noch keinen Fall erlebt, wo die Stationen geklaut wurden. Die Stationen sind auch teilweise in der Lage, die Position zu senden. Und der das klauen würde, der müsste schon ganz genau wissen, was er danach damit macht. Also es macht keinen Sinn, sie zu klauen und es ist noch nicht vorgekommen. Das größte Problem für die Station, wenn man das überhaupt so sagen darf, sind die Maschinen des Betriebsleiters. Wir sehen es auch hier jetzt im Feld. Du bist jetzt als Betriebsleiter dabei. Du bist auch wahrscheinlich Hauptmaschinenführer. Ja. Du weißt also, wo das Ding steht und wie dann entsprechend der Spritzbalken oder ähnliches dann zu bewegen ist, um das System hier nicht abzurasieren und auch vor der Ernte idealerweise wieder auszubauen. Zur Positionierung an sich. Es gibt keine pauschale Aussage darüber, wie viele Stationen auf einen Betrieb installiert werden müssten. Der Betriebsleiter gibt vor, wie viele unterschiedliche Wetterregionen, sage ich mal, er in seinem Betrieb hat und wie viele Stationen danach dann Sinn machen würden, beziehungsweise ob sich daraus aus der Anzahl der Stationen ein Mehrwert für ihn ergibt. Hat er unterschiedliche, ich sage jetzt mal 3 Regionen, im Laufe der letzten Jahre immer die Niederschläge unterschiedlich gefallen sind, so kann es Sinn machen, zum Beispiel 3 Regenmesser oder 3 eigenständige Wetterstationen dort zu installieren. Ansonsten gibt es dazu keine pauschale Aussage, es gibt der Betriebsleiter vor. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt noch an, wie das Ganze digital nachher aussieht und was wir vielleicht damit auch machen können. Ja. Gut, jetzt sind wir am Computer und Nico zeigt uns jetzt, was wir hier alles für Daten bekommen und was wir daraus machen können. Genau, wir haben uns jetzt mit den Zugangsdaten, die wir uns auch selber anlegen können, ins Field Climate Portal von Pessl eingeloggt und wir sind jetzt in meinem Zugang drin. Und wenn man sich dort einloggt, landet man immer zunächst auf der sogenannten Haupt-Dashboard-Seite, die auch auf der linken Seite unter dem Haus-Symbol zu finden ist. Und diese Seite kann ich mir selber gestalten. Das bedeutet, wir haben hier mehrere Kacheln, die ich anlegen kann und dann innerhalb der Kacheln mir anzeigen lassen kann, was auch immer ich sehen möchte. Ich habe es jetzt beispielhaft hier in meinem Zugang so, dass ich von 3 Wetterstationen, die zufällig in meiner Heimat stehen, in Burg, dann eine auf Rügen und eine am Bodensee, habe ich die Niederschlagsdaten der letzten 7 Tage darstellen lassen. Und so könnte ein Betrieb, der mehrere Regenmesser zum Beispiel hat,
oder mehrere Stationen mit Regenmesser sich dort das ähnlich aufbauen und erhält so auf den ersten Blick die Information, in welcher Region hat es wie viel geregnet. Ja, wir sehen jetzt hier bei mir knapp 29 Liter am Bodensee und nur rund 6 Liter bei mir in der Heimat. Ja, das sind die Unterschiede, die auch innerhalb von einzelnen Betrieben, innerhalb der eigenen Betriebsflächen auftreten können. Dann geht es weiter. Ich kann oben rechts über die Funktion der Stationsliste auch einen Namen eingeben und dann sehr schnell die entsprechende Station finden. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen mal die Station an der Nordsee, rein informativ, und ich lande dann sofort in der sogenannten Detailansicht, die ich auch auf der linken Seite unter dem Diagrammsymbol finde. Und hier habe ich die Möglichkeit, einen Zeitraum mir auszuwählen, beziehungsweise ob die Daten als Tageswerte oder als Stundenwerte dargestellt werden sollen. Wir machen das einfach mal täglich, die letzten 7 Tage für diese Station, gehen auf Aktualisieren und dann sehen wir die Tageswerte der letzten 7 Tage. Die Station hier ist auch relativ umfangreich ausgestattet, 2-mal Lufttemperatur, davon einmal in Bestandeshöhe. Wir haben wieder den Globalstrahlungssensor. Wir haben relative Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Blattnässe. Und wir haben dann darunter fortsetzend die Werte für den Windsensor, Windgeschwindigkeit, den Windgeschwindigkeit, Böen und die Windrichtung. Und auch hier als Balken bzw. als farbige Fläche dargestellt ist der Verdunstungswert, den ich vorhin schon nannte. Wenn das zu unübersichtlich ist, ich wechsle nochmal in die stündliche Ansicht, dann wird einiges auch etwas klarer. Wenn das zu unübersichtlich ist, kann ich auch einfach auf bestimmte Werte draufklicken. Die verschwinden dann aus der Grafik und dann sehe ich hier zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit nur einzeln dargestellt. Auch hier Sättigungsdampfdruckdefizit, ein Wert, den man für die Pflanzenschutzmaßnahmen nutzen könnte. Der Taupunkt, wie gesagt, ich mache hier einfach mal welche weg, sodass man das dann überblicksartig etwas besser sieht. Ja. Unter der Grafik setzt sich dann das Ganze, hier nochmal die Batteriewerte und die Solarpanelwerte, setzt sich dieser Zeitraum, der oben eingestellt wurde, dann als Tabelle fort. Und wenn ich das gerne in eigene Systeme überführen möchte, kann ich das Ganze auch in Excel exportieren, hier oben über diesem Knopf. Und ja, bei den John Deere Kunden ist es auch möglich, die Daten dieser Station über eine sogenannte API-Schnittstelle, die hier oben im Benutzermenü zu finden ist, direkt in das My John Deere Portal zu überführen. Muss ich dann entsprechend meine Zugangsdaten von der My John Deere Einsatzzentrale eingeben und dann ist das automatisiert und ständig aktualisiert dann im entsprechenden My John Deere Portal. Das heißt, ich sehe dort in der Kartenfunktion die Station mit ihrem Standort und sehe an der Station dann ein paar wenige Wetterdaten. Und wenn ich dort etwas näher einsteigen möchte, muss ich da draufklicken und dann lande ich wieder vollautomatisiert und direkt hier im Field Climate Portal und kann dann entsprechend mit den Daten arbeiten. Dann der Punkt Bodenfeuchtigkeit, den wir hier heute behandelt haben, beziehungsweise wo wir bodenfeuchte Sonden eingebaut haben. Hier suche ich mal eine Station raus. Um bodenfeuchte Daten zeigen zu können. Wie vorhin schon gesagt, haben wir eine 90 cm Sonde verbaut, die alle 10 cm die Bodenfeuchtigkeit und die Bodentemperatur misst. Das heißt, wir können daraus eine Grafik erzeugen, so wie jetzt hier zu sehen, die einzelnen neuen Sensoren darstellt. Wobei wir uns jetzt hier orientieren müssten, welche Farbe ist denn überhaupt welcher Sensor, beziehungsweise wir müssten mit der Maus drauf gehen, um das am Mauszeiger ablesen zu können. Und der Hintergrund hier in der Grafik ist folgender, wir haben eine echte Y-Achse. Das heißt, wir haben hier Zahlen in Volumenprozent, die man auch übersetzen könnte mit Liter Wasser pro Bodenschicht. Und ich kann dann hier ablesen, welche Schicht hat dann momentan welches Niveau erreicht. Beziehungsweise sehe auch in den Daten, in welchen Schichten ist dann überhaupt Wasser angekommen
und wo nicht. Wie gesagt, hier mit echter Y-Achse, von daher ist das etwas alles durcheinander. Ich kann mir das aber auch als Stapeldiagramm darstellen lassen. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir haben keine Y-Achse mehr. Und jetzt ist es so, dass der Sensor, der ganz oben dargestellt ist, wirklich der bei 10 cm Tiefe ist. Und der hier unten ist der bei 90 cm Tiefe. Und ich kann so aus den Daten, ich erweitere mal etwas den Zeitraum, schon sehr gut rein aus der Kurvensichtung sehen, wann kommt überhaupt in welcher Schicht Wasser an. Hier ist es zum Beispiel zu sehen, dass erst ab Ende Februar, Mitte, Anfang März Wasser bis in die vierte Schicht durchsickert. Dann hat diese Sonde auch noch eine Salzgehaltmessung. Das lässt Rückschlüsse auf die Düngerverteilung im Boden zu und wie sich Dünger bewegt, wenn zum Beispiel Dünger oben drauf gestreut wird auf den Boden und dann durch Niederschläge oder Beregnung in den Boden einsickert, kann man hier sehr schön ablesen, bis in welche Tiefen geht das. Was passiert nach Starkregenereignissen? Wird Dünger eventuell in Schichten ausgewaschen unterhalb des Wurzelwachstums? Ja, das kann ich hier alles sehen. Und dann hier schon etwas spektakulärer die Bodentemperaturwerte, ja, die sich im Prinzip von selbst erklären. Ja. So, für den Moment würde ich jetzt gern einen Summgrafen erstellen und auch mal in die Kalibrierung reingehen. So, wir können, oder anders, die Sonden haben ab Werk eine Standardkalibrierkurve hinterlegt. Und diese Standardkalibrierung bildet sozusagen den Mittelwert aller Kalibrierkurven, die es gibt für die einzelnen Bodenarten. Und wenn ich beim Einbau jetzt diese und jene Bodenart festgestellt habe beim Bohren, kann ich entsprechend die Kalibrierung verändern, damit die Zahlen noch näher an die Wahrheit heranrücken. Das kann ich hier machen für jeden einzelnen Sensor. Und ich kann bei diesen Sonden auswählen, ob wir einen Sand haben, einen schluffigen Lehmton oder sogar schweren Ton. So, wir haben hier oft in dem Bereich Sand, beziehungsweise würde ich das jetzt beispielhaft einfach mal bei jeder Sonde, bei jedem Sensor der Sonde auf Sand einstellen. Dann kann ich hier entsprechend den sogenannten Nachfüllpunkt, ich habe ihn heute auf Totwasserpunkt genannt, dann entsprechend eingeben. Ja, beim reinen Sand ist das überall 4 als Totwasserpunkt, das heißt 4 Liter, die noch in diesem Sandboden wären für die Pflanzen nicht aufnehmbar, weil von den Bodenteilchen so stark gebunden. Und der reine Sand hat eine Speicherfähigkeit von 12 Liter, die ich jetzt einfach mal hier eingebe. So, hier können wir noch die Tiefe des Sensors auch noch eingeben und dann das Ganze speichern. Hier haben wir jetzt entsprechend diese Linie und das ist jetzt der Gesamtwassergehalt an diesem Standort in dem 90 cm Profil. Ja, und wir haben hier wieder eine echte Y-Achse und starten hier irgendwo in der Ansicht Mitte Januar mit rund 303 Liter. Mhm. Wir haben hier Anfang Februar einen deutlichen Einbruch, den kann man auch teilweise auf Bodenfrost zurückführen. Mhm. Allein in den Bodenfeuchtewerten ist auch Bodenfrost erkennbar, weil Frost durch die Eiskristalle der Sonde wie Luft erscheint, ja, und dadurch sehr schnell die entsprechenden Feuchtewerte sinken und bei auftauenden Böden wieder steigen. So, und diesem Summengraph kann ich optische Grenzen vorgeben, indem ich hier wieder den Nachfüllpunkt eintrage, den wir mit 4 eben in dem Beispiel festgelegt haben und hier mit 12, was die Speicherfähigkeit pro Schicht angeht. Und dann bekommt das Ganze hier eine farbige Hinterlegung. In dem konkreten Beispiel ist es so, dass an dem Standort, wo wir uns dort bewegen, wo die Sonde eingebaut ist, wir keinen reinen Sandboden haben. Und dementsprechend jetzt das Ganze im blauen Bereich ist, das heißt in der Wassersättigung sich bewegt. Wir haben hier unten das grüne Band. Normalerweise sollte man mit Beregnung oder ähnlichen, also mit Beregnung versuchen, die feuchte Kurve immer im grünen Band zu halten und darunter würde sich fortsetzen das rote Band. Mhm. Ja, wir könnten das hier nochmal ändern, damit das Ganze auch ein bisschen
mehr Sinn bekommt. Wir stellen das jetzt auf schluffigen Lehm. So, der schluffige Lehm hat natürlich ein anderes Speichervermögen. Ja. Er liegt rund bei 35 Liter pro Schicht. Jetzt sieht man es für den Standort deutlicher. Was wir jetzt in Summe gesehen haben, ist, wie ich auf die einzelnen Bodenarten eingehen kann. Diese Bodenarten ermittle ich beim Einbau der Sonde. Das muss auch nicht hochprofessionell sein, weil ich ja im Prinzip nur zwischen den 4-5 Kalibrierformen, die ich hier auswählen kann, unterscheiden muss. Das heißt, es muss mir als Anwender gelingen, einen reinen Sand von einem lehmigen Sand zu unterscheiden, beziehungsweise von einem Boden, der gar keine Sandanteile hat. Und dann kann ich das hier schon entsprechend einstellen. Und dann würde das so in der Form aussehen. Gehen wir jetzt in der Saison weiter, werden wir sehr wahrscheinlich in vielen Regionen Deutschlands sehen, wie diese Summengraphkurve und auch die Einzelschichten dann sich nach unten bewegen, weil durch die Pflanzen Wasser aufgenommen wird und von oben in Trockenperioden natürlich nichts nachkommt. Ja, dann würde ich sagen, war das sehr umfangreich. Ja. Machen wir an der Stelle Schluss. Ja. Wenn die Leute, die sich das Video ansehen, Fragen haben, einfach in die Kommentare. Ich kann das vielleicht auch, wenn es fachlich wird, einfach mal weiterleiten und dann, ja, versuchen wir das zu beantworten. Ja, sehr gern.